Heute sind wir mit dem Alex Nord unterwegs und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Drip Report. Und wir schauen uns erstmal das Wagenmaterial an. Wir fangen hier an in einem Doppelstockwagen der zweiten Klasse, der Bauart DBPZ. Die sind eigentlich in allen Alex-Zügen eingereiht, eben weil sie barrierefrei sind. Wir machen weiter im nächsten Wagen und da seht ihr schon, das ist ein bisschen ein älteres Modell. Das ist ein Abteilwagen der Bauart BN. Das ist die zweithäufigste Wagengattung, die hier im Alex zum Einsatz kommen. Und wir gehen in den dritten und letzten Wagen des Zuges und hier kommt ein Wagen der Bauart ABVMZ zum Einsatz. Ebenfalls ein Abteilwagen, das ist der häufigste Wagen beim Alex Nord. Ich hatte jetzt also hier keinen Exoten dabei, leider. Denn das ist so, muss man natürlich beim Alex ganz klar sagen, das ist einer der interessantesten Züge, die so in Deutschland unterwegs sind, eben weil die wahnsinnig vielseitiges Wagenmaterial haben. Also sehr, sehr unterschiedliche Fahrzeuge, alles ältere Generationen, die ansonsten sehr, sehr selten sind. All das kann man beim Alex antreffen, deswegen ist der sehr interessant. Ich hatte jetzt ein Bayern-Ticket der ersten Klasse, deswegen habe ich mich hier in ein Abteil eben gesetzt der ersten Klasse. Ihr seht das hier, sehr, sehr breite, dicke Sitze, 5 Sitze insgesamt im Abteil. Eine Steckdose gibt es. Leselampen haben in meinem Fall nicht funktioniert. Ansonsten gibt es einen kleinen Tisch, Mülleimer und ein Fenster, was man theoretisch öffnen kann, war jetzt in meinem Fall verriegelt. Und die Sitze können extrem weit verstellt werden. Die Wagen sind aber modernisiert, ihr seht es hier mit den Bildschirmen. Noch vor der Abfahrt wurde ich von der Polizei kontrolliert. Wenn euch das mal passiert, müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt. Das passiert in der Gegend ziemlich häufig, weil man eben sehr nah an der Grenze zu Tschechien ist und gerade auch eben Menschen, die Drogen aus dem Ausland mitbringen wollen, denken, dass sie lieber mit dem Zug fahren, da würden sie nicht kontrolliert werden. Das ist natürlich nicht so, deswegen wird sehr, sehr viel sogar eben in den Zügen, Fernbussen, Linienbussen dort in der Region kontrolliert. Ist also völlig normal, wenn ihr da mal kontrolliert werdet. War jetzt in meinem Fall auch eine Sache von 5 Minuten, dann war das auch erledigt. Die Strecke, die ich jetzt hier befahre, ja, ich fahre jetzt mit dem Alex bis nach Weiden in der Oberpfalz. Der erste Halt ist dann Marktredwitz. Dort habt ihr dann schon verschiedene Anschlussverbindungen, Anschlussmöglichkeiten, zum Beispiel eben nach Nürnberg. Allerdings die Verbindung nach Nürnberg, in dem Moment, in dem wir eingefahren sind, ist der Zug ausgefahren. Das ist also keine vorgesehene Anschlussverbindung, eben weil es von Hof aus auch direkt Züge nach Nürnberg gibt. Der nächste Halt ist dann Wiesau. Wenn ihr euch jetzt übrigens wundert, warum der Zug denn so selten eigentlich nur hält, es verkehrt parallel zum Alex auch die Oberpfalzbahn mit Regionalbahn, die dann an allen Stationen, wie zum Beispiel hier in Pechbrunn, dann auch anhält. Der Alex ist ein sehr, sehr schneller Regionalzug, der fährt von Hof bis nach München, teilweise auch mit Zugteilen, die aus Prag in Tschechien kommen, also das ist wirklich eine Langstreckenverbindung mit wenig Halten. Es ist aber ein Regionalzug, also ihr könnt ihn mit dem Bayern-Ticket zum Beispiel ganz normal benutzen. Natürlich nur in Bayern, nicht bis nach Prag. Hier jetzt der Halt in Wiesau und dann geht es vorbei an einigen Seen oder Fischteichen durch eine relativ große Ortschaft Windisch-Eschenbach, auch ohne Halt, denn der nächste Halt ist dann tatsächlich schon Weiden in der Oberpfalz. Der Abschnitt ab Windisch-Eschenbach ist eigentlich besonders schön, weil wir dann hier jetzt durch das schöne und enge Tal der Waldnaab fahren und auch immer am Fluss entlang und den Fluss überqueren.
Also die Strecke ist hier jetzt wirklich besonders reizvoll. Ja, und dann erreichen wir eigentlich auch schon den Bahnhof von Weiden. Auch dort gibt es dann wieder zahlreiche Anschlussverbindungen Richtung Neustadt an der Waldnaab oder eben in Richtung Nürnberg. Hier seht ihr jetzt noch die Ausfahrt meines Zuges. Das war's damit auch schon für dieses Video vom Alex Nord. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Und wie immer sage ich danke fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder natürlich auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder.